Kind, früher ein Bundesrat und noch viel mehr in Kirchberg bei Bern. Nämlich 30 Jahre Schule auf dem Bauernhof. Aus Anlass von diesem Jubiläum hat man gefeiert und gesungen, geredet und gelehrt, geschaut, gelacht und gegessen. Ganz nach dem Motto mit Kopf, Herz und Hand vom berühmten Schweizer Lehrer und Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi. Und auch ganz nach dem Motto von Schule auf dem Bauernhof. Denn was man selber anlängen kann, kann man sprichwörtlich auch begreifen. Denn nur was man selber sehen kann, bleibt länger in Erinnerung und man kann es auch besser verstehen. Geehrte Damen und Herren, liebe Schüler, ich möchte Sie im Namen von Schule auf dem Bauernhof, im Namen aller beteiligten Organisationen von diesem Anlass ganz herzlich begrüßen. Stellvertretend für diese große Zahl an Gästen heiße ich Herrn Bundesrat Dr. Schneider-Ammann ganz herzlich willkommen. Verschiedene Protagonisten werde ich noch im Verlaufe dieser Veranstaltung auch erwähnen. Ich begrüße ganz speziell die involvierten Schulklassen, die heute hier dabei sind. Es sind dies die 5. und 6. Klasse aus Burgdorf Neumatt unter der Leitung von Lehrer Beat Krähenbühl, die 3. und 4. Primarklasse Kirchberg mit der Lehrerin Marie Rindlisbacher, dann aus den anderen Landesgegenden die 6. Klasse der Schule Le Pont de Martel mit der Lehrerin Sonia Berenchaquet. Dann aus dem italienisch sprechenden Teil der Schweiz die Scuola Elementare Ponte Capriasco Aurelio mit dem Lehrer Herr Moresi Marco. Sie haben heute eine Hauptrolle und das freut uns ganz, ganz speziell. Wir kommen in dieser ersten Phase dieser Veranstaltung zu einem ganz speziellen Leckerbissen. Christian Schenker hat ein Lied komponiert. Früher hat er es für den Unterricht gemacht, heute lebt er davon. 20.000 Menschen besuchen jährlich seine Konzerte. Seit 1992 schreibt der ehemalige Kindergärtner und Musiklehrer Lieder für Kinder und solche, die es werden wollen. Das sagt schon sehr viel aus. Unschuldslämmli heißt sein aktueller 7. Streich. Mit einem untrüglichen Sinn für alles, was Kinder und Knirpse beschäftigt und mit einer großen Lust am Fabulieren, entführt er seine Zuhörerinnen und Zuhörer in verschiedene Welten. Er hat ein Gespür dafür, was Kinder bewegt und zum Lachen bringt. Zusammen mit dem singenden Pädagogen schlüpfen die Zuhörer in die Haut von verschiedenen, erfundenen oder aus dem Leben der Kinder stammenden Figuren. Ein wahrer Ohrenschmaus, auch für Erwachsene, für fröhliche Stunden ohne Altersbeschränkung. Gemeinsam mit den 4 Schulklassen bietet Christian Schenker nun das Lied «Auf dem Bauernhof» in einer dreisprachigen Mixversion als absolute Weltpremiere. Lied ab! Oh.
Fattoria. Also, der langanhaltende, frenetische Applaus zeigt, dass ihr hier etwas Großartiges geboten habt. Und ich möchte ganz herzlich gratulieren und danken den Lehrerschaften und den Komponenten von diesem wirklich sehr schönen Lied. Ja, das ist nochmals einen Applaus für die Kinder wert. Herr Bundesrat Johann Schneider-Ammann, ich möchte nochmals betonen, dass es so eine außerordentliche Ehre ist für uns, dass Sie heute diese Zeit genommen haben, dass Sie heute bei uns sind, um eben dieses Angebot auch noch besser publik zu machen, dieses Angebot ein bisschen zu feiern. Als Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung führen Sie eines dieser 7 Departemente als Exekutivmitglied. Zum WBF gehören ja unter anderem das Bundesamt für Landwirtschaft. Ich denke, das wissen alle Leute hier drin. Aber auch das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. Ja, im weitesten Sinne sind Sie also auch für die Verbindung zwischen Schule und Bauernhof verantwortlich, wie Sie es heute hier erleben. Sie sind eigentlich auch der Schirmherr über das. Es freut uns sehr, dass Sie einige Worte an uns richten werden und ich übergebe Ihnen gerne das Wort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Namensvetter Urs Schneider, liebe Familie Lüthi, Herr Regierungsrat, Herr Nationalrat, Frau Murenzi, Frau Bühler und Herr Zemp, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ich freue mich sehr, ein paar Worte an Sie richten zu dürfen. Leider sind die Kinder jetzt nicht mehr hier, aber denen muss man natürlich nicht nur das wunderschöne Lied anerkennen, sondern ihnen auch Dankeschön sagen, dass sie sich für unsere Landwirtschaft interessieren. Und insbesondere geht dieser Dank natürlich an die Lehrerschaft, die landauf, landab, mit Unternehmerinnen und Unternehmen, das heißt mit Bäuerinnen und Bäuern zusammen, dafür sorgt, dass die Jungen wissen,
woher die Milch kommt, woher das Fleisch kommt. Ich bin selber ein Landbube, wenn ich dem so sagen darf, ein paar Kilometer von hier weg aufgewachsen, dort, wo man zwischenzeitlich in der Schaukäserei Emmentaler produziert. Das war seinerzeit unser Fußballplatz. Und wenn es nur die eine plane Fläche gehabt hat in Affoltern im Emmental, dann war es eben die. Und ich freue mich natürlich, dass nach wie vor in Affoltern, in der Schaukäserei demonstriert wird, wie man eines unserer wichtigsten Produkte aus unserer Landwirtschaft herstellt. Sie wissen es, mein Vater war Tierarzt. Das hat mir in jungen Jahren die Gelegenheit gegeben, oft im Stall zu sein. Das hat mir auch einen Bezug gegeben zur Landwirtschaft. Ich behaupte noch heute, ich hätte diese Sensibilität. Und ich behaupte auch noch heute, ich könnte nach wie vor meinem Vater das Operationsbesteck hinhalten, das er jeweils gebraucht hat, um Kaiserschnitte zu machen. Und wir haben als Kinder das Operationsbesteck so lange hinhalten müssen, bis wir umgefallen sind. Und das kam ganz selten einmal vor. Mit anderen Worten, das sind nach wie vor Erinnerungen, die für mich wirklich, wirklich zählen. Ich hatte auch die Gelegenheit, bei meinem Götti immer wieder Ferien zu verbringen, auf dem Bauernhof mit Experimenten im Kuhmelken. Da kann ich mich erinnern, wie das nicht wirklich gut ankam, als wir Junge uns an die Kühe heranwagten, ohne dass wir geleitet wurden und ohne dass wir die Erlaubnis hatten. Aber auch das war natürlich eine Erfahrung, die man machen musste. Mein Lieblingstier war schon damals das Pferd und der Berner Sennenhund. Und der Berner Sennenhund natürlich deshalb, weil man mit ihm die Milchkanne in die Käserei führen durfte. Mir ging es wie damals den meisten Kindern. Wir hatten Freude an der Natur, wir lebten mit der Natur, wir machten unsere Erfahrungen mit der Natur. Und wenn das heute den Jungen auch immer noch oder immer wieder offeriert wird, dann ist das wirklich eine Chance. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen Bauernhof im Emmental, auch im Emmental besucht, in der Nähe von Langnau, in Schüppach. Und ich habe dort, ich weiß nicht, ob die Familie hier ist oder nicht, ich habe dort insbesondere zur Kenntnis genommen, dass man auch Kindern aus fernen Landen die Gelegenheit bietet, nämlich Kindern aus der City of London. Und wenn dann Städter wie diese Engländer die Gelegenheit bekommen, einmal ein paar Stunden oder ein paar Tage auf einem Schweizer Bauernhof gewesen zu sein, dann schauen auch diese Kinder plötzlich die Nahrungsmittel, die man vom Tablar nimmt im Shoppingcenter, mit ganz anderen Augen an. Wir haben damals gelernt, dass die Natur geschätzt werden muss, die Natur uns nicht nur Arbeit gibt, sondern die Natur für unsere Existenz, für unser Leben und auch Zusammenleben von ganz entscheidender Wichtigkeit ist. Die Zeiten haben sich geändert. Nicht, dass ich das bedauern würde. Es ist vieles auch besser geworden, einfacher geworden. Es ist vieles weniger hart für den Landwirten. Es ist vieles auch angenehmer. Aber ich wurde vorhin schon von den Medien gefragt, was für mich das Bild des Landwirten heute wäre. Und ich habe gesagt, das ist für mich nach wie vor der Betrieb, der einzelne Betrieb, der 7 Tage, 24 Stunden betreut werden will. Ein harter Job, ein dankbarer Job, ein naturverbundener Job und deshalb ein schöner Job. Und selbstverständlich gehen wir darauf aus, eine Landwirtschaftspolitik zu machen, die mithilft, dass wir in diesem Land einen möglichst hohen Selbstversorgungsgrad weiterhin sicherstellen können. Das gelingt uns auch über die letzten vielen Jahre. Es gelingt uns nach wie vor. Die
Selbstversorgung ist immer noch bei Größenordnung 60% brutto, 55% netto. Und das heißt etwas, wenn man daran denkt, dass wir in diesem Land vor allem auch eine Zuwanderung gekannt haben. Und diese Mehrmenschen in diesem Land jeden Tag mit erstklassigen Produkten zu versorgen, in diesem Versorgungsgrad, das ist eine Leistung. Und diese Leistung ist jederzeit anerkannt und anzuerkennen. Viele junge Menschen, viele Kinder haben wenig Bezug zur Landwirtschaft und damit wenig Ahnung, was es wirklich braucht, dass das Essen und das Trinken jeden Tag selbstverständlich ist. Und deshalb bin ich Ihnen wirklich sehr dankbar, dass Sie die Idee Schule auf dem Bauernhof pflegen. Sie veranstalten ja nicht einfach Besuche von jungen Menschen auf ihren Höfen, sondern Sie pflegen ganz offensichtlich diesen Bezug mit den 35.000 Schulkindern, die Jahr für Jahr diese Chance bekommen. Und dafür dankt Ihnen der Bundesrat auf das Herzlichste. Diese jungen Menschen können das Leben auf dem Bauernhof sinnlich erfahren und sie können wirklich erleben, wie man mit Tieren umgeht oder nicht umgeht. Ich habe übrigens über die letzten paar Tage meinen Neffen bei mir gehabt und ich hatte nur eine Sorge, nämlich wenn er so patschig auf meinen Hunden herumgehackt hat, habe ich versucht, ihm beizubringen, das sind Tiere, mit Tieren geht man ganz sorgfältig um, du kannst irgendwo gegen etwas Festes schlagen, so viel du willst, aber mit den Tieren eben nicht. Und genau diese Erfahrung macht man in jungen Jahren hoffentlich auch heute auf dem Bauernhof. Schule auf dem Bauernhof ermöglicht Erfahrungen zu sammeln, ermöglicht Erlebnisse zu machen. Und das sind Chancen, die man sonst nicht hätte, wenn es nicht Ihre Initiative gäbe. Schule auf dem Bauernhof bringt Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammen. Menschen, die sich sonst nie getroffen hätten und die nie füreinander ein gegenseitiges Verständnis hätten erarbeiten können. Also eine wirklich große Leistung Ihrer Initiative. Sie bauen zwei Brücken im Wesentlichen. Sie bauen die Brücke zwischen Stadt und Land und Sie bauen die Brücke zwischen Theorie und Praxis. Und für die Schüler ist das ein tolles Erlebnis und auch eine wichtige Erfahrung. Eine Erfahrung, die Ihnen zeigt, wie die Zusammenhänge sind, die Ihnen diese Zusammenhänge im Kleinen und im Großen begrifflich machen. Und wenn es dann gelingt, wenn es Ihnen gelingt, einem jungen Menschen aufzuzeigen, weshalb es zum Beispiel Pflanzenschutzmittel braucht, mit all den Nachteilen, die damit verbunden sein können, wenn diese Notwendigkeit verstanden wird, dann haben Sie bereits wieder mitgeholfen, ein paar jungen Leuten die Sinnhaftigkeit, aber auch die Problematik, die damit verbunden sein kann, näher zu bringen. Oder warum der Klimawandel für die Nahrungsmittelproduktion eine große Herausforderung ist, auch das lernen die jungen Menschen bei Ihnen auf dem Hof. Wir leben in einer komplexen Welt, einfache Lösungen gibt es nicht. Vor allem leben wir in einem Land, wo das Kulturland knapper wird. Und ich glaube, da haben wir absolut keine Differenz, sei es das Departement, sei es das Bundesamt für Landwirtschaft, sei es der Schweizerische Bauernverband. Ich schaue Markus Ritter ganz bewusst an. Da haben wir absolut keine Differenz. Wir müssen dafür sorgen, dass wir jetzt unser Kulturland, das die Landwirtschaft erst ermöglicht, so gut wie möglich irgendwie sichern. Und wenn ich das sage, dann meine ich, das Kulturland für die Landwirtschaft muss Platz haben neben dem Land, das gebraucht wird für die Sicherstellung der Infrastrukturen und dem Land, das gebraucht wird für das Wohnen und für das Gewerbliche. Und es gelang uns bisher, alle drei Interessen nebeneinander vernünftig aufzustellen und genau das muss auch in der Zukunft gelingen. Das landwirtschaftliche Kulturland hat eine Priorität, die Fruchtfolgeflächen als minimalste Voraussetzung von der Quantität her.
die wollen und müssen gesichert werden. Da besteht politisch auch keine Differenz. Das ist von links bis rechts anerkannt. Aber soweit die Vorschriften, die gesetzlichen Grundlagen noch nicht wirklich gegeben sind, ist Handlungsbedarf und wir sind dran. Wenn wir uns weiterentwickeln und unsere Lebensqualität behalten wollen, dann muss man sich eben gegenseitig verstehen wollen. Nicht nur verstehen können, verstehen wollen. Und Bauernhöfe sind ausgezeichnete Lernfelder. Und noch einmal, ich bin wirklich dankbar, dass man die Schule auf dem Bauernhof kennt und das Projekt Schule auf dem Bauernhof in die Zukunft führt. Die Präferenz der Konsumenten für Schweizer Produkte muss immer wieder von Neuem erweckt werden. Und auch das ist eine große und auch das ist eine konstante Herausforderung. Wir haben eine ganz intensive Diskussion hinter uns oder noch vor uns in der zweiten Kammer, wenn es um Cassis de Dijon geht. Das sind Produkte, die in Europa anerkannt sind, die hier auch in die Läden kommen dürfen, weil man automatisch hier auch die Vorschriften anerkennt. Wir waren uns in diesem Punkt nicht gleicher Meinung, wir der Bauernverband und wir das Departement. Aber eine Idee, die in diesem Kontext wichtig ist, da gibt es keine unterschiedliche Ansicht, nämlich auf den Gestellen in unseren Läden müssen Qualitätsprodukte stehen, ganz egal woher sie kommen. Die Vorschriften, die wir in diesem Land kennen, sind außerordentlich anspruchsvoll. Das ist auch richtig so, das soll so bleiben. Daran will niemand nichts ändern. Einzig das Angebot soll möglichst groß sein. Und weil wir davon ausgehen, dass Konsumentinnen und Konsument sehr wohl in der Lage sind, die Produkte zu beurteilen, trauen wir ihnen auch zu, dass sie unterscheiden können, ob etwas nach hiesigen Vorschriften hier produziert worden ist oder nach hiesigen Vorschriften dort produziert worden ist oder dort produziert worden ist, nach dortigen Vorschriften, die eben hier bei uns auch Anerkennung finden sollen. Die Agrarpolitik, das wissen Sie, genauso wie ich auch, die kann nicht alles, aber sie kann einen großen Beitrag leisten zur Unterstützung der Absatzförderung. Und die eigentliche Arbeit, die Überzeugungsarbeit zugunsten der Schweizer Produkte, die muss von Ihnen, meine lieben Bäuerinnen und Bauern, erbracht werden. Und ein Besuch auf dem Bauernhof hilft, das nötige Verständnis zu schaffen. Es macht jeden von uns aufmerksamer für die Lebensmittel, die wirklich auf unserem Teller landen sollen. Und zudem ist ein Besuch auf dem Bauernhof, um damit abzuschließen, nicht nur ein Erlebnis für Stadtkinder. Ein solcher Besuch soll auch eine gute Gelegenheit sein für die Landjugend. Und wenn ich vorhin gehört habe, woher die Fremdsprachigen in Anführungsstrichen kommen, nämlich von Ponte Capriasca und von Le Martel war es, glaube ich, dann sind das nicht Stadtgebiete, sondern das sind Landgebiete, wo man eigentlich mitten in der Landwirtschaft zu Hause ist. Und genau diese Landjugend, die braucht die Erfahrung auf dem Bauernhof auch. Liebe Frau Lütti, lieber Herr Lütti, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Engagement. Ich nenne Sie stellvertretend für die 400 Bauernfamilien, die in diesem Land dieses Angebot Jahr für Jahr machen. Und das seit 30 Jahren. Sie tragen mit Ihrem Engagement dazu bei, dass unsere Nachkommen gut vorbereitet sind auf die Herausforderungen unserer Zukunft im Bereich der Lebensmittel. Haben Sie also herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche dem Kleehof, ich habe mir überlegt, was Klee ist. Ich wünsche dem Kleehof alles Gute und ich wünsche ihm natürlich ein vierblättriges Kleeblatt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Herr Bundesrat, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für die Gedanken, die Sie hier geäußert haben. Es sind mir zwei Worte eigentlich aufgefallen. Brückenfunktion, Sinnhaftigkeit, das hat für mich herausgestochen. Und einfach für diese positive Beurteilung dieses Angebotes, das Sie auch allein mit Ihrer Anwesenheit heute unterstützen, möchten wir Ihnen ganz, ganz herzlich danken. Sie bekommen von Claudia einen Geschenkkorb mit verschiedenen Produkten. Und führen Sie sich das dann in einer guten, geeigneten Stunde gerne zum Gaumen und denken Sie ein bisschen an diesen Anlass zurück. Danke vielmals. Ich darf Ihnen als zweite Rednerin ankündigen, Frau Madeleine Murenzi. Sie ist Präsidentin des Nationalen Forums Schule auf dem Bauernhof. Sie ist Beraterin an der Chambre Neuchâteloise d'Agriculture et Viticulture im neuenburgischen Cernier und in dieser Funktion auch verantwortlich für Ecole à la Ferme in ihrem Kanton Neuenburg. Seit 2007 ist Madeleine Präsidentin des Nationalen Forums Schub. Dies ist eine Arbeitsgruppe des Schweizer Bauernverbandes und setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern aus Landwirtschaft und Bildung zusammen. Das Forum kümmert sich gesamtschweizerisch um das Angebot Schub, unterstützt es in den Bereichen Aus- und Weiterbildung, stellt Unterrichtshilfen und Begleitmaterialien her und macht Schub bekannt. Madeleine, darf ich dich bitten? Sehr geehrter Herr Bundesrat, geehrte Vertreterinnen und Vertreter der pädagogischen, politischen und landwirtschaftlichen Organisationen, sehr geehrte Gäste, es ist mir eine große Ehre und Freude, Sie im Namen des Nationalen Forums Schule auf dem Bauernhof hier auf dem Kleehof begrüßen zu dürfen und mit Ihnen heute unser 30-jähriges Jubiläum feiern zu dürfen. Vor 30 Jahren hat sich eine Gruppe junger, frisch diplomierter Bäuerinnen die Frage gestellt, wie können wir unseren Beruf, unsere tägliche Arbeit und Produktion von Grundnahrungsmitteln auf einem Bauernhof der städtischen Bevölkerung näher bringen? Die Antwort darauf war, mit Hilfe der Kinder, die uns helfen, diese Brücken zu bauen. Kinder, die einen direkten Bezug zur landwirtschaftlichen Bevölkerung haben, werden immer seltener. Sich ernähren ist aber ein Grundbedürfnis. Wir sind von der Natur, vom Lebenszyklus der Pflanzen und Tiere abhängig und leben damit. Ce que la nature nous offre est connu souvent sous la forme de produits transformés et conditionnés dans les emballages. Mais il manque le lien entre l'homme et la nature. Aber dank unserer 400 Anbietern von Schule auf dem Bauernhof, verteilt auf die ganze Schweiz, können die Schüler direkt das Leben auf einem Bauernhof kennenlernen und erfahren, wie unsere Grundnahrungsmittel produziert werden. Der Bauernhof ist ein Lernort, welcher bei den Schulkindern alle 5 Sinne in Anspruch nimmt. Die Bauernfamilien bieten einen praktischen Unterricht an, welcher auf neuen Erkenntnissen aufbaut. Etwas anfühlen, riechen, probieren, in Gruppen arbeiten, bilden die Basis für einen spannenden und unvergesslichen Unterricht. Und das mit großem Erfolg seit 30 Jahren. Erlauben Sie mir kurz eine Zahl zu nennen. Während den letzten 30 Jahren haben 250.000 Schüler von diesem Unterrichtsprogramm profitieren dürfen und sich mit den verschiedenen Aspekten des Lebens auf einem Bauernhof vertraut gemacht. Das Nationale Forum Schule auf dem Bauernhof trägt viel dazu bei, die nötigen Anstöße zu geben und aufrechtzuerhalten, die diese Aktivität auch mehr als verdient hat.
Dies geschieht dank der Realisation von verschiedenen pädagogischen Hilfsmitteln, durch das Organisieren von Kursen und Erfahrungsaustauschen in der ganzen Schweiz. Unterstützt wird diese Arbeit von den Kantonsverantwortlichen und von einem Verein in der Westschweiz. Schule auf dem Bauernhof ist ein Teilprojekt von Gut gibt's die Schweizer Bauern des Schweizerischen Bauernverbandes. Unser Ziel von Schule auf dem Bauernhof ist es, jedes Kind mindestens einmal während seiner Primarschulzeit auf einem Bauernhof empfangen zu können und ihm ein unvergessliches und bleibendes Erlebnis mit den fünf Sinnen bieten zu dürfen. Wir danken allen unseren Partnern, den Organisationen, die uns finanziell unterstützen und natürlich den Anbietern, welche uns erlauben, dieses Ziel zu erreichen. Dieser nationale Festtag heute in Kirchberg erlaubt es uns, Schule auf dem Bauernhof noch bekannter zu machen. Zudem werden während dieser Woche in jedem Kanton ähnliche Events organisiert. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Merci beaucoup pour votre attention. Vi ringrazio della vostra attenzione. Ich danke Madeleine Morenzi auch für Ihre Worte. Ihr umsichtiger Einsatz für dieses sicher gute Projekt. Ich muss auch noch etwas Kleines loswerden. Es ist in meinem Departement, gut gibt es die Schweizer Bauern, angesiedelt. Und ich habe da vor einigen Jahren jetzt in der Zwischenzeit einmal wie ein Schüler an einem Schubtag teilgenommen. In Herisau. Und da denkt man, ja, im Appenzellerland, da hat noch jedes Kind eine Beziehung zur Landwirtschaft. Und ich musste zwei Feststellungen machen. Erstens, die sind wirklich weit weg von der Landwirtschaft, was du heute auch gesagt hast. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, die haben eine unglaubliche Freude gehabt an der Teilnahme an diesen Lektionen. Mit dem Motormäher ein paar Meter fahren, also ich glaube, das war das Höchste der Gefühle. Und das zeigt eben den Wert dieses Angebotes. Ganz herzlichen Dank für den Einsatz, deine Worte. Und auch du bekommst stellvertretend für alle, die sich hier einsetzen, einen Geschenkkorb mit einheimischen Produkten. Gut, und wie hochkarätig und bereit wir heute vertreten sind von allen Akteuren in diesem Umfeld, zeigt der nächste Referent. Ich darf Ihnen ankündigen, Herrn Beat W. Zemp. Er ist seit 1990 Präsident des Dachverbandes Schweizer Lehrerinnen und Lehrer. Seit 1998 ist er hauptamtlich für den Lehrerverband tätig und vertritt deren Anliegen in verschiedensten Gremien, auch der Schweizer Erziehungsdirektorenkonferenz und des Bundes. Herr Zemp hat Mathematik, Geografie und Pädagogik studiert. Er unterrichtet in einem Teilpensum am Gymnasium in Liestal. Er zeigt uns in seinem Referat kurz auf, was den Lehrpersonen von einem außerschulischen Lernort wie in Schub darstellt, erwartet. Seine Person, heute werden ja Themengebiete mit Köpfen identifiziert. Und Sie sind der Kopf für die Lehrer. Wenn Sie in der Tagesschau oder irgendwo kommen, ist völlig klar, wenn es um Schule geht, erscheint Ihr Kopf. Sie sind die Identifikationsfigur in der Schweiz für die Lehrer. Und auch das freut uns ganz speziell, dass Sie heute unter uns sind, diese Zeit genommen haben. Darf ich Ihnen das Wort erteilen? Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrter Herr Regierungsrat, geschätzter Markus Ritter, liebe Anwesende. Eine Ehre zwischen den Handflächen reiben, den Streu wegblasen, ein Korn in den Mund stecken, im nassen Gras Äpfel auflesen, waschen, zerschneiden, mosten, ein Glas frisch gepresster Most trinken, sich trauen, dem beim Unkrautjäten entdeckten Regenwurm in die Hand zu nehmen, ein Huhn im Arm halten und über seine Federn leicht streichen, die Kuh striegeln, die größer ist als man selbst, sich beim Melken versuchen,
frische Milch probieren, im Stroh schlafen, ohne dass es einen piekst oder das Rascheln am Einschlafen hindert und dann vom Hahnenschrei geweckt zu werden, beim Misten des Kuhstalls helfen, obwohl einem der Stallgeruch zuerst zuwider ist, der Duft frischer Erde beim Rübenernten einatmen und. Das sind Erlebnisse, die sich während meiner Schulferien als Bube auf dem Hof meiner Großtante im luzernischen Etiswil unvergesslich in meinen Kopf festgesetzt haben. Und das sind auch unvergessliche Erlebnisse für Tausende von Schulkindern dank dem Projekt Schule auf dem Bauernhof. Unvergesslich, weil sie für viele Kinder erstmalig und einmalig sind. Unvergesslich, weil sie ein unmittelbares, sinnliches Erleben ermöglichen und weil man sich oft Unvertrautes zuerst zutrauen muss. Unvergesslich, weil man in kurzer Zeit viele neue Erfahrungen sammeln kann und weil alles Tun einen unmittelbaren Sinn ergibt und weil man plötzlich mittendrin ist in einem ganz anderen Alltag. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, es sind solche Erlebnisse, die den Schülerinnen und Schülern als erstes in den Sinn kommen, wenn man sie am Ende des Schuljahres fragt, welche Erinnerungen sie an das vergangene Jahr haben. Und es sind solche Erlebnisse, die ihnen am Klassentreffen lange nach Schulende in den Sinn kommen. Erinnerst du dich, wie wir nicht einschlafen konnten, weil wir die Mäuse rascheln hörten? Erinnerst du dich, wie wir uns zuerst nicht auf die Weide trauten, da wir dachten, dass die Kühe gleich auf uns losgehen würden, wie in einem Stierkampf? Weißt du noch, wie wir staunten, als wir die erste Kartoffel ausgruben? Es ist dieses Berührtsein, dieses unmittelbare Begreifen und Erleben, das die Kinder immer wieder zum Staunen bringt und so den Respekt vor der Natur in all ihren Facetten fördert, gleichzeitig aber auch einen authentischen Einblick in das Leben auf dem Bauernhof ermöglicht und so das Verständnis für die Landwirtschaft erhöht. Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Arten des außerschulischen Lernens. Ich soll hier ja ein bisschen Fachreferat beitragen, wurde mir gesagt. Da gibt es einerseits Lernangebote, die pädagogisch vorbereitet, vorstrukturiert sind, wie beispielsweise Museen, Kunstvermittlungsobjekte, technische Workshops, didaktische Lernpfade in der Natur und vieles andere mehr. Die Welt wird also sozusagen pädagogisiert und dann entsprechend an Orten mit einem Bildungsauftrag vermittelt. Und andererseits gibt es Lernorte, welche die Welt an sich darstellen, zum Beispiel eben der Bauernhof, die Bäckerei, der Wald, die Kehrichtverbrennungsanlage, die Schokoladenfabrik, und vieles mehr. Kurz, alle Orte, die außerhalb der Schule liegen und keinen eigentlichen Bildungsauftrag haben. Beide Lernangebote haben ihre Bedeutung und auch ihre Berechtigung und ihren Sinn für das Lernen. Aus gegebenem Anlass möchte ich mich aber hier mit den zweitgenannten Lernorten, also der Welt selbst, als unmittelbarem Lernort widmen. Schon Konfuzius sagte vor über 2000 Jahren, ich zitiere, erzähle mir und ich vergesse, zeige mir und ich erinnere, lass es mich tun und ich verstehe. Diese Idee ist nie vergessen gegangen. Comenius, der Begründer der Didaktik, hat gefragt, warum sollte also nicht die Lehre mit einer Betrachtung der wirklichen Dinge beginnen, statt mit einer Beschreibung durch Worte? Und Pestalozzi hat die Idee mit seiner Anschauungspädagogik und Anschauungsdidaktik und seinem pädagogischen Grundprinzip von Kopf, Herz und Hand genauso aufgenommen wie Rousseau mit seinem Roman Emil oder über die Erziehung. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzten sich dann diese Ideen in der Reformpädagogik durch mit dem Schlagwort Learning by Doing. Am Anfang jeder Eroberung steht nicht das abstrakte Wissen, schreibt der Reformpädagoge Celestin Frenet, sondern die Erfahrung, die Übung und die Arbeit. Ende Zitat. Auch wenn die Schule sich seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts stark verändert hat, die Bedeutung des außerschulischen Lernens ist stets aktuell geblieben.
Die Schule soll schließlich, ohne selbst schon die Welt zu sein, auf die Welt vorbereiten und befasst sich deshalb ständig mit der Grundfrage, wie sie das am besten tun soll. Wie schafft man die Verbindung der Gegenstände, die man lernen soll, mit der Welt draußen und der Schule als Innenraum? Die Lebensräume der Kinder haben sich stark verändert, wir haben es gehört. Die meisten Kinder haben heute keinen unmittelbaren Zugang zur Natur. Der städtische Wohnungsbau, der Straßenverkehr verhindern freie Erkundungen, so wie wir das noch im ländlichen Thürnen, wo ich aufgewachsen bin, im Oberbaselbiet, ohne Probleme tun konnten. Die Arbeitswelt der Eltern ist den Kindern häufig unbekannt. Und schließlich verbringen die Kinder immer mehr Zeit in der Ersatzwelt der digitalen Medien. Lernpsychologisch gesehen ist jedoch gerade die unmittelbare Begegnung mit der Sache selbst von höchster Bedeutung. Insbesondere im Kindergarten und im Primarschulalter ist die sehr konkrete Auseinandersetzung mit der Umwelt, dem Gegenstand selbst, bedeutsam für den Verstehensprozess. Denn das Denken geht aus dem Handeln hervor. Wie wir aus vielen Studien über Verstehens- und Behaltensleistungen von Menschen wissen. So gilt zum Beispiel auch für Jugendliche und Erwachsene, dass wir 20% von dem, was wir hören, und 30% von dem, was wir sehen, behalten. Aber 80% von dem, was wir selber formulieren können, und 90% von dem, was wir selber tun können, behalten. Lange nicht alles, was wir in der Schule lernen, benötigt außerschulische Lernorte, um begreifbar zu werden, denn vieles kann man auch in der Schule selbst tun. Und umgekehrt wird nicht alles, was wir außerschulisch erleben, im schulischen Lernen wirksam. Es gibt Schätzungen, wonach mehr als die Hälfte aller Lernprozesse außerhalb von Bildungsinstitutionen stattfinden. Dieses informelle Lernen ist aber genauso wichtig wie das formelle Lernen an den Schulen. Damit das Zusammenspiel von formellen und informellen Lernen dort, wo es sinnvoll und bereichernd ist, auch erfolgreich wird, braucht es bestimmte Voraussetzungen. Zuerst einmal sind diese rein praktischer Natur. Die Nutzung außerschulischer Lernangebote sind oft mit Kosten verbunden, mit einem logistischen, mit einem organisatorischen Aufwand für die Lehrperson, mit Klassengrößen, welche die Arbeitsformen einschränken, und mit stundenplantechnischen Vorgaben, welche die organisatorische Freiheit einschränken. Es ist daher sinnvoll, wenn Schulen einen angemessenen Betrag für außerschulisches Lernen zur Verfügung haben. Einerseits ist eine Überwälzung der Kosten an die Eltern wegen Artikel 19 in der Bundesverfassung nicht zu rechtfertigen und andererseits ist es eine Tatsache, dass bestimmte Angebote nicht genutzt werden, wenn die Kostenübernahme nicht von Anfang an geklärt ist. So haben Untersuchungen gezeigt, dass die finanziellen Aufwendungen das Haupterschwernis für das außerschulische Lernen darstellt, gefolgt vom Zeitdruck aufgrund des Lehrplans und von der Entfernung des Lernorts. Abgesehen von diesen praktischen Fragen gibt es auch methodisch-didaktische Fragen zu klären. Wie finden die Lehrpersonen passende außerschulische Lernorte? Wie werden sie über die bestehenden Möglichkeiten informiert? Wie kommen die Lehrpersonen einfach zu Informationsmaterial, zu Fach- und zu Unterrichtsmaterial? Wie kann das didaktische Potenzial des Lernorts einfach erschlossen und sichtbar gemacht werden? Und wie sollen die Wirklichkeitsausschnitte der Welt gewählt werden, damit sie sich möglichst gut mit den Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler vernetzen lassen und sich gleichzeitig an den Unterrichtszielen im Lehrplan orientieren? Das alles muss man sich überlegen. Die Lernziele und die Aktivitäten am Lernort selbst müssen daher schon vor dem Besuch genau geklärt sein. Dazu gehört auch, dass die Lehrperson ihre Rolle beim Besuch kennt und die Schülerinnen und Schüler am Lernort möglichst vielfältige Erfahrungen machen können und ihrem Alter, ihrem Interesse und ihren Möglichkeiten entsprechend Handlungen durchführen können. Beim Besuch des Lernorts stehen dann die unmittelbaren Erfahrungs- und Erlebnismöglichkeiten, also das unmittelbare Tun, im Vordergrund. Die Neugierde und das Interesse an der Sache werden geweckt.
Zusammenhänge werden erkannt, Ursache- und Wirkungsprinzipien werden verstanden und die Schülerinnen und Schüler lernen bei den Aktivitäten Verantwortung zu übernehmen. Erst beim Nachdenken und im Gespräch über das, was man erlebt hat, im Ordnen der Eindrücke und des neu erworbenen Wissens und beim Dokumentieren der Erfahrung in verschiedensten Formen, erschließt sich dann der außerschulische Lernort an der Schule selbst in seiner eigentlichen vollen Bandbreite. Dieser Prozess findet dann in der Schule statt. So erfahren die Kinder und Jugendlichen die Verbindung der Außenwelt mit jener der Innenwelt der Schule. Die Sinnhaftigkeit des Ganzen kann erfasst werden. Auch im Bereich der praktischen Umsetzung handelt das Angebot Schule auf dem Bauernhof vorbildlich. Auf der Webseite kann ein Bauernhof in der Nähe der Schule gesucht werden. Schritt für Schritt wird genau erklärt, wie ein Schubprojekt geplant und durchgeführt werden soll. Und schließlich kann ein Unterrichtsordner bestellt werden, der wirklich keine Wünsche offen lässt. Es wird eine Fülle von Themenideen bereitgestellt, Checklisten aufgeführt, mögliche Aktivitäten vorgestellt und 13 Unterrichtseinheiten sind schon vorbereitet, samt Arbeitsblättern. Zudem beinhaltet der Ordner ein umfassendes Lehrmittelverzeichnis. Alle Angebote können auch als PDF-Dateien heruntergeladen werden. Interessanter, umfassender, motivierender und niedrigstufiger kann ein außerschulisches Angebot nicht gestaltet werden. Das zeigen auch die Zahlen. Wir haben es gehört, über 250.000 Schülerinnen und Schüler haben bisher ein Schubangebot besucht und die Tendenz ist jährlich steigend. Vielleicht, wir werden es sehen, werden es im Jubiläumsjahr sogar über 40.000 sein. Meine Damen und Herren, Schule auf dem Bauernhof ist ein Vorzeigeprojekt, was das außerschulische Lernen betrifft. Im Namen aller Lehrpersonen möchte ich mich hiermit ganz herzlich bedanken dafür, dass Sie und mit Ihnen unzählige Bäuerinnen und Bauern mit Ihrem wunderbaren Angebot Schule auf dem Bauernhof unseren Schülerinnen und Schülern auf unkomplizierte, umfassende Art und Weise Einblicke und Erlebnisse ermöglichen, die ein Leben lang haften bleiben. Das ist das Entscheidende. Und die ein tiefes Verständnis und einen großen Respekt für unsere Landwirtschaft und für die Natur fördern. Ich danke Ihnen herzlich dafür. Herr Zemp, Ihre lobenden Worte und Ihre Beurteilung freut uns natürlich außerordentlich. Und am Anfang habe ich eine Zeit lang gedacht, müssen wir eigentlich noch Schulhäuser bauen, wenn man außerschulisch so viel macht. Aber am Schluss haben Sie dann gesagt, es wird dann in der Schule umgesetzt und der Bogen hat sich eigentlich hier der Kreis geschlossen. Sie bekommen natürlich auch von uns einen Korb mit einheimischen Produkten, der Sie auch noch ein bisschen an den heutigen Tag erinnern soll, als Zeichen des Dankes. Gut. Als nächsten Referenten, und damit wird der Kreis noch größer, darf ich Ihnen ankündigen, Herrn Dr. Bernhard Pulver. Er ist seit 2006 als Berner Regierungsrat im Amt. Und er ist seit Beginn als Erziehungsdirektor für die Umsetzung und Gestaltung der kantonalen Politik in Bildung und Kultur zuständig. Er wurde bereits zweimal wiedergewählt, 2010, 2014, mit dem besten Resultat. Das ist sicher auch ein Zeugnis, dass Sie sehr gute Arbeit leisten. Herr Pulver ist auch Vorstandsmitglied in der Eidgenössischen Erziehungsdirektorenkonferenz und weiß damit, wie und wohin sich die Schule bewegt. Also Sie repräsentieren heute diesen wichtigen Landwirtschaftskanton Bern, in dem dieses Angebot eben auch einen wichtigen Stellenwert genießt, und die Erziehungsdirektorenkonferenz. Und das freut uns sehr, dass auch Sie heute Zeit genommen haben und einige Worte an uns richten. Vielen Dank, Herr Schneider. Herr Bundesrat, Herr Nationalrat, Madame la Présidente du Grand Conseil, sehr verehrte Damen und Herren. Ja, was sind die Unterschiede zwischen der Milch von der Kuh
und derjenigen aus dem Kühlregal der Migros und derjenigen, welche nicht in einem Kühlregal der Migros steht. Oder, wie kürzlich ein Kind fragte, kommt die Milch aus den weißen Plastikballen überall da auf den Feldern? Das ist eine wichtige Frage, die wir alle beantworten können müssen. Die einfache Frage löst sich aber auch weitere und komplexere Fragen aus. Fragen in den Bereichen Ernährung, Ökologie, Naturwissenschaften und so weiter. Seit 30 Jahren hilft uns das Nationale Forum Schule auf dem Bauernhof, diesen Fragen mit unseren Schülerinnen und Schülern nachzugehen. Das ist eine ganz wichtige Arbeit, für welche ich mich herzlich bedanke. Natürlich gratuliere ich Ihnen auch zu Ihrem Geburtstag und nehme sehr gerne an diesem Festanlass teil. Die Verbindung von Lernen innerhalb und außerhalb der Schule, wir haben es gerade gehört, ist für nachhaltigen Unterricht zentral. Manche Dinge sind nur außerhalb der Schule sichtbar und erlebbar, original eben. Der Bauernhof als außerschulischer Lernort eignet sich idealerweise dafür, fächer- und perspektivenübergreifenden Unterricht zu gestalten. Dabei stehen natürlich entdeckende Zugangsweisen im Vordergrund. Außerschulische Lernorte wie der Bauernhof ermöglichen direkte Begegnungen mit Menschen und deren Berufswelten und auch direkte Erkundungen im Bereich Natur und Technik. Hier soll ein modernes Bild der Landwirtschaft gezeigt werden, das bestrebt ist, auch der Ökologie und Biodiversität Rechnung zu tragen und gesunde und hochwertige Lebensmittel zu produzieren. Und viele Schülerinnen und Schüler sind erstaunt, dass auch auf dem Bauernhof der Computer und das Internet nicht wegzudenken sind. Oder dass das Pflegen von Hecken zur Förderung der Artenvielfalt auch zur Arbeit des Bauern und der Bäuerin gehört. Es ist also von zentraler Bedeutung, dass unsere Jugendlichen wissen, dass Pommes frites aus Kartoffeln hergestellt werden, dass viel Fett dabei ist, dass Tomaten im Winter nicht aus der Schweiz sind, überhaupt, dass es einheimische und importierte Nahrungsmittel gibt, was es bedeutet, Fleisch zu essen, was der Mehrwert von Bioprodukten ist oder auch, dass die Landwirtschaft nicht nur Nahrungsmittel herstellt, sondern auch für die Landschaftspflege verantwortlich ist. Das ist nicht das Einzige, was unsere Jugendlichen wissen müssen. Es gibt noch viel, viel mehr. Und in der sich weiterentwickelnden Welt nimmt die Menge des Wissens immer mehr zu. So ist es ein Ding der Unmöglichkeit, dass die Volksschule all das vorhandene Wissen nimmt und es den Kindern und Jugendlichen sozusagen abfüllt. Ich denke, wir müssen uns von der Idee des Rucksackes, des Bildungsrucksackes, dass man am Ende der 9. Schuljahres oder am Ende der Sekundarstufe 2 gefüllt mitnimmt, verabschieden. Es reicht nur ein Teil, für einen Teil des Wissens, das man im Leben braucht. Jugendliche, natürlich auch Erwachsene, sind gefordert, sich laufend neues Wissen anzueignen. In der Schule müssen wir also die Kinder und Jugendlichen befähigen, mit dem vorhandenen Wissen etwas anzufangen, es weiterzuentwickeln, es zu erweitern und es zu vernetzen. Wir müssen sie nicht nur wissend, sondern auch kompetent machen. Sie denken wahrscheinlich schon, wohin er will. Ja, genau dorthin will ich, zum Lehrplan 21. Genau aus diesen Gründen enthält dieser Lehrplan nicht einfach eine Auflistung von Wissensinhalten, sondern er beschreibt eben Kompetenzen. Er beschreibt, was die Kinder und Jugendlichen können müssen und nicht einfach nur, was sie wissen müssen. Dass wir uns richtig verstehen. Wissen gehört natürlich dazu. Ohne eine Basis an Wissen kann niemand kompetent sein. Kompetent sein heißt aber eben, nicht nur zu wissen, sondern dieses Wissen auch anwenden zu können. C'est tout simple. Gerade das ist eben auch im Rahmen originaler Begegnungen, wie beispielsweise auf dem Bauernhof möglich. Der Lehrplan 21, ein national wichtiges Projekt für unsere Volksschule, da sind wir meiner Meinung nach auf dem guten Weg, auch im Kanton Bern. Und ich bin derzeit im Rahmen von unzähligen Veranstaltungen in allen deutschsprachigen Regionen im Gespräch mit den Lehrpersonen über Kompetenzorientierung, über eine mögliche Lektionentafel, über die Beurteilung, über die nötigen Freiräume, die der neue Lehrplan für unsere Lehrpersonen auch bieten soll. Das sind immer spannende Diskussionen und ich freue mich darüber, wenn man mit den Leuten darüber spricht, mit welchem Interesse seitens der Lehrerinnen und Lehrer auch diesem neuen Lehrplan 21 entgegengetreten wird. Und ich hoffe, dass dies so bleiben darf. Was steht denn im Lehrplan 21? Und ich möchte noch mit zwei, drei Beispielen abschließen zum Thema Natur und Landwirtschaft drin.
Da hat es verschiedene Kompetenzen, eine ganze Reihe. Zum Beispiel Unterstufe. Die Schülerinnen und Schüler können ausgewählte Zuordnungen von Pflanzen und Tieren mit Hilfe ihrer Merkmale vornehmen. Nadelbäume, Laubbäume, Wildtiere, Nutztiere, Heimtiere. Oder die Schülerinnen und Schüler können an Beispielen der täglichen Versorgung die Verarbeitung von Rohstoffen zu Produkten verfolgen und beschreiben. Zum Beispiel Apfel, Apfelsaft oder Getreide, Brot oder Milch, Käse. Sehr konkret, sehr konkrete Kompetenzen. In der Mittelstufe heißt es etwa, die Schülerinnen und Schüler können an Beispielen, zum Beispiel Besuch eines Landwirtschaftsgewerbebetriebes oder am Beispiel eines Medienberichts, einfache wirtschaftliche Regeln und Zusammenhänge erkennen. Produktionskosten, Qualität, Verkaufspreis. Oder die Schülerinnen und Schüler können in verschiedenartigen Räumen in der näheren und weiteren Umgebung erkunden und recherchieren, welche Nutzungsansprüche verschiedene Menschen haben, sowie vermuten und einschätzen, welche Nutzungskonflikte dabei entstehen können, zum Beispiel Landwirtschaft, Bauen, Wohnen, Verkehr, Freizeittourismus, Naturschutz und so weiter. Das tönt schon etwas komplizierter, aber ich kann mir hier viele spannende Unterrichtssituationen vorstellen, wie man nahe auch vom Schulhaus eben passend für die Mittelstufe Dinge entwickeln kann. Oder schließlich in der Oberstufe. Die Schülerinnen und Schüler können landwirtschaftliche Produktionsformen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Landschaft, auf den Verbrauch natürlicher Ressourcen und auf die Arbeitssituation der Menschen vergleichen und einschätzen, sowie regionale und globale Verflechtungen erläutern. Zum Beispiel landwirtschaftliche Produktionsformen, Berglandwirtschaft, Plantage. Oder die Schülerinnen und Schüler können Lebensmittelangebote nach lokalen und globalen Wirkungen analysieren. Zum Beispiel Fleisch, Fisch, Gemüse, Früchte. Sie sehen, das sind spannende Kompetenzbeschreibungen in diesem Lehrplan. Und am liebsten wäre man jetzt Lehrerin oder Lehrer und würde aus diesen Beschreibungen Unterrichtsinhalte und Zielsetzungen festlegen. Und natürlich auch beim einen oder anderen Unterrichtsinhalt einen Bauernhof besuchen. Denn wie gesagt, außerschulische Lernorte sind prägende Erlebnisse für die Kinder, erst recht auf einem Bauernhof und sicher auch für die Lehrer. Es gibt also nicht nur hier im Kleehof in Kirchberg genug Futter für die Tiere, auch im Lehrplan gibt es genug Futter. Futter für spannende und lehrreiche Begegnungen unserer Schülerinnen und Schüler mit der Landwirtschaft. Und wenn wir uns dann noch auf einen so tollen Partner wie Schub verlassen dürfen, dann ist das doppelt so viel wert. Im Verhältnis zwischen der Schule und dem Bauernhof liegt also nicht nur eine 30-jährige Geschichte, sondern auch eine gehörige Portion Zukunft. Das zeigen ja auch die steigenden Aktivitäten von Schule auf dem Bauernhof. Ich freue mich für Sie und für uns. Danke Ihnen herzlich für Ihr Engagement und wünsche weiterhin viel Erfolg. Herr Regierungsrat, ich möchte Ihnen auch ganz herzlich danken. Oder den Kantonen kommt auch eine zentrale Bedeutung zu. In unserem föderalen System hängt es immer davon ab, wie die kantonalen, hier die Erziehungsdirektionen mit so einem Projekt umgehen. Und darum möchte ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Worte, aber auch die Sympathie, die Sie diesem Projekt entgegenbringen, danken. Sie bekommen natürlich auch diesen Produktekorb. Gut, wir haben jetzt doch eine breite Auslegeordnung mit hochkarätigen Referaten bekommen. Wir haben aber nicht nur diese Referenten und Referentinnen unter uns, sondern wir haben auch den höchsten Bauer, die höchste Bäuerin des Landes dabei. Und ich möchte in Form eines kurzen Talks mit Ihnen auch noch ein paar Gedanken zu diesem Projekt wälzen. Darf ich euch bitten, nach vorne zu kommen? Also Christine, es ist ja so, dass also die Bäuerinnen und Bauern, wie wir gerade gehört haben, hier ein außerordentlich wertvolles Angebot zur Verfügung stellen, das eben auch genutzt werden kann. Jetzt muss man vielleicht einmal noch die Optik kehren. Haben dann die Bauernfamilien auch etwas davon? Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrter Herr Regierungsrat,
Sehr verehrte Damen und Herren, Bäuerinnen und Bauern haben sicher auch etwas davon. Schub öffnet Ihnen ein Fenster zu den Konsumenten, zu den übrigen Mitbürgern. Und Schub zu organisieren, ich nehme jetzt da ganz absichtlich eine praktische Ausgangslage, Schub anzubieten auf dem Bauernhof bedeutet Arbeit. Also da gilt es, an sehr, sehr viele verschiedenen Sachen zu denken. Denken Sie nur zum Beispiel ganz profan an die Unfallverhütung. Es gibt wirklich sehr viele Aspekte, die da beachtet werden müssen. Aber ganz das Wichtigste ist sicher das Fenster, das wir aufmachen können zu den Kindern und über die Kinder, es wurde auch erwähnt, in die Familien hinein. Vielen Dank. Vielleicht eine Frage an Markus Ritter. Also die bäuerlichen Organisationen, die Landwirtschaft generell, sie macht ja sehr viel im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Schub, Stallvisite, 1. August-Brunch, solche Sachen. Ja, man kann sich ja die Frage stellen, ist auch ein großer Aufwand für die Bäuerinnen und Bauern. Braucht es, das würde es eigentlich nicht genügen, einfach gute Lebensmittel zu produzieren? Ja, Herr Bundesrat, der Regierungsrat, geschätzte Damen und Herren, ich glaube, es ist zentral für die Schweizer Landwirtschaft, dass wir auf verschiedenen Ebenen den Kontakt zu den Konsumenten suchen. Täglich zu erklären, was ist unsere Arbeit, die Produktion der Lebensmittel, wie es aber auch richtig gesagt wurde von den Vorrednern, eben zu zeigen, dass unsere Arbeit mehr ist, das Tierwohl, die Biodiversität, die Landschaftspflege, eben der Einsatz auch für die öffentlichen Güter. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die für die Erwachsenen geleistet werden muss, aber bei den Kindern beginnen soll. Und das Thema Ernährung wird die nächsten Jahre, Jahrzehnte auch einen guten Teil der öffentlichen Diskussion beherrschen. Und darum ist es wichtig, diesen Kontakt bereits in der Schule zu suchen. Vielleicht gleich noch eine zweite Frage an dich, Markus. Also das Angebot muss man ja auch, man bezahlt etwas den Baumfamilien, nicht überrissen und so weiter. Die Finanzierungen sind ganz unterschiedlich in den Kantonen. Es gibt Kantone, wo die Erziehungsdirektoren oder die Schulen selber etwas dazu bezahlen. Andere Kantone, in denen die kantonalen Bauernverbände etwas bezahlen, wie hier der Berner Bauernverband, der sich hier auch mit engagiert. Wie schaust du das an? Sollen die bäuerlichen Organisationen sich in diesem Bereich finanziell engagieren? Ich glaube, ich schaue das für richtig an. Ich war ja vorher St. Galler Kantonalpräsident der Bauern und wir haben auch immer einen Beitrag bezahlt. Das Angebot muss auch für die Schulen finanzierbar sein. Es hat eine gewisse Kostenlimite, die nicht überschritten werden darf. Es muss aber trotzdem für die Bauernfamilien, müssen die Unkosten abgedeckt werden an diesem Tag, auch die Vorbereitung. Und deshalb ist es auch in unserem Interesse, dass wir hier einen Beitrag leisten. Das ist gut investiertes Geld und ich habe das immer unterstützt und werde es auch unterstützen. Dann noch eine Frage an Christine. Es sind ja oft die Bäuerinnen, die die Hauptlast tragen, in sehr vielen Fällen auf diesen 400 Betrieben. Sind die Frauen eigentlich die guten Kommunikatorinnen für die Landwirtschaft? Also ich denke, das ist sehr individuell. Ich möchte nicht behaupten, dass Frauen die besseren Kommunikatorinnen sind. Aber sie sind es vielleicht, die den Kontakt eher finden zu den außerlandwirtschaftlichen Kreisen. Sie kommen ja auch häufig von außerhalb der Landwirtschaft, dass sie vielleicht diesen Bogen einfacher spannen können. Aber dann, wenn die Schulklasse auf dem Bauernhof ist, dann ist doch der Bauer, denke ich, ein großer Teil dieser Kommunikation. Er ist es, der den Traktor lenkt oder eben, wie vorhin erwähnt, der Motormäher erklärt. Das ist wieder so ein gutes Beispiel, wie man sich gegenseitig optimal ergänzen kann. Auch möchte ich noch anfügen, dass Schub zu diesen landwirtschaftsnahen Tätigkeiten gehört, die jetzt neu auch als Landwirtschaft gelten, also in den sogenannten Sackfaktoren, also in den Standardarbeitskräften angerechnet werden können. Das ist von mir aus gesehen eine wichtige Wertschätzung und die wirklich in die ganz gute Richtung geht. Gut, vielleicht eine Frage erübrigt sich, glaube ich, die ich eigentlich beiden noch stellen wollte.
ob sich der Aufwand, den die bäuerlichen Organisationen mit vielen beteiligten landwirtschaftlichen Informationsdienst Agir in der Westschweiz betrieben haben, gelohnt hat. Und ich glaube, die Referate sind da selbstredend. Auf diese Frage müssen wir kaum eingehen. Aber was ich doch noch als Abschlussfrage stellen möchte, ist, Sie haben jetzt hier 80 Kinder gesehen. Es war ja wirklich wunderschön, das Singen zu hören. Was möchten Sie diesen Kindern eigentlich mitgeben? Vielleicht aus Sicht Schub, aber einfach auch generell für das Leben. Ich möchte, dass Sie erfahren können auf dem Bauernhof, was es heißt, mit der Natur zu leben und die Natur zu akzeptieren. Es ist zum Glück so, dass die Natur immer stärker ist. Wir müssen mit ihr arbeiten, wir dürfen mit ihr arbeiten. Und dieses Erlebnis in der heutigen digitalisierten und visualisierten Welt, dieser ganz kurze Weg vom Realen zu erleben, zu riechen, zu schmecken, das möchte ich Ihnen mitgeben, damit Sie auch in Zukunft noch mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehen können. Vielleicht Markus noch zur gleichen Frage. Ich glaube, für mich ist das Zentrale, dass die Kinder auf den Höfen erleben, wie viel Arbeit, wie viel Aufwand dahinter steckt, bis ein Lebensmittel wirklich produziert ist, in den Regalen steht. Wir haben auf dieser Welt 800 Millionen Menschen, die hungern. Wir werden im Jahre 2050 9,5 Milliarden Menschen auf dieser Welt haben. Und ich glaube, wenn die Kinder sehen, was es braucht, bis ein Lebensmittel da ist, dann tragen sie ihm auch Sorge. Wenn sie es zum Kühlschrank rausnehmen, wenn sie schauen, dass es keine Resten gibt, wenn sie es probieren aufzuessen. Ich glaube, dieses Bewusstsein ist für unsere Gesellschaft und auch für die Zukunft der Schweiz und unserer Ernährung äußerst wichtig. Gut, ich möchte euch für eure Beiträge und die Beantwortung der Fragen ganz herzlich danken. Ich denke, wir haben beim Rundgang und beim Zfiri noch die Gelegenheit, auch noch die eine oder andere Diskussion zu führen. Ich möchte auch von der operativen Seite des Bauernverbandes ganz herzlich danken, dass auch die strategische Ebene, die Sie hier verkörpern, eben bereit sind, solche Angebote zu unterstützen, denn Sie ihn einsehen und dass wir die Möglichkeit haben, hier die Landwirtschaft positiv zu verkaufen. Ganz herzlichen Dank euch beiden, die sich tagtäglich mit sehr viel Engagement für die Landwirtschaft einsetzen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ganz herzlichen Dank. Nun, ich komme zum Schluss und ich möchte auch noch danken. Nochmals allen Referentinnen und Referenten. Ich möchte aber auch noch nach vorne bitten, Annemarie und Bernhard Lütti, die beiden Gastgeber oder die Gastgeberfamilien. Sind Sie hier präsent? Ja, genau. Ja. Auch dieser Applaus, den ich jetzt fast noch abklemmen musste, damit wir nicht zu fest in Zeitnot geraten, zeigt auf, welche Wertschätzung, dass ihr beide stellvertretend für alle 400 Anbieterinnen und Anbieter von Schub genießt. Und dass wir heute hier auf diesem schönen, interessanten Betrieb Gast sein dürfen, das freut uns ganz speziell. Und ich möchte euch im Namen aller beteiligten Organisationen ganz, ganz herzlich danken, alles Gute wünschen für die Zukunft und auch ihr bekommt natürlich den obligaten Geschenkkorb. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich möchte den Helferinnen und Helfer des heutigen Tages, insbesondere der Trachtengruppe Kirchberg, die für die Bereitstellung des Zfiri verantwortlich ist, ganz herzlich danken. Ich danke dem Berner Bauernverband, der Schub im Kanton Bern koordiniert und unterstützt, stellvertretend für alle kantonalen Organisationen, die das auch in ihren Kantonen tun. Der Berner Bauernverband ist vertreten durch den Präsidenten Hans-Jörg Rüegsegger und den Geschäftsführer Andreas Wies. Ja, das ist auch ein Applaus wert. Ich danke den Medienvertreterinnen und Vertretern für eine positive
Berichterstattung und auch die Begleitung von Schub in den nächsten kommenden Jahren. Alle Sponsoren und Unterstützer von Schub für in der ganzen Schweiz auch nochmals ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung, die Sie schon gewährt haben und die wir noch erhalten dürfen. Herrn Christian Schenker nochmals für den tollen Schub-Song. Dann danke ich den Helferinnen und Helfern, den Verantwortlichen, die an den Posten heute Schub betreuen und das auch in der ganzen Schweiz an verschiedenen Orten machen. Danken möchte ich nochmals den Schulklassen und ihren Lehrpersonen. Sie haben demonstriert und werden es an den Posten noch tun, was man alles erleben kann. Ich danke auch für die Schulklasse aus Burgdorf, die bei der Organisation des Caterings mitgeholfen hat. Ich danke aber auch den Leuten, die heute diese Organisation des Anlasses vorbereitet haben, namentlich Rees Eschbacher, der das ganze Projekt auch betreut. Ich danke allen Gästen für ihr Erscheinen am heutigen Tag und es hat gezeigt, dass viel Interesse vorhanden ist und wir hier für eine gute Sache einstehen. Wie geht es weiter? Im Anschluss, jetzt unmittelbar, gehen wir rüber auf dieses Feld, wo ein Hochstammobstbaum eingepflanzt wird auf dieser Wiese. Die Schülerinnen und Schüler haben alles vorbereitet, um gemeinsam mit den Referenten einen Zwetschgenbaum die nötige Starthilfe für eine blühende Zukunft zu ermöglichen. In 20 Jahren werden wir dann wieder zum 50-Jahr-Jubiläum hierher kommen und dann einen feinen Zwetschgenkuchen hier essen. Nach der Pflanzaktion besuchen wir gemeinsam die Schülerinnen und Schüler an den Posten. Insgesamt sind 9 Posten über den ganzen Betrieb verteilt. Sie müssen aber nicht zu allen 9 Posten gehen. Wir gehen dann gemeinsam zum Posten Kuh und Milch, der wird in Deutsch abgehalten. Dann Getreide, der ist Französisch. Dann Hühner, der ist Italienisch. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, dass Sie individuell den Posten nachgehen und den Schülern über die Schultern schauen, Fragen stellen oder auch fotografieren. Zum Abschluss treffen wir uns alle um 15.30 Uhr zum großen Zvieri in der Maschinenhalle gleich nebenan. Die Frauen von der Trachtengruppe Kirchberg haben mit Produkten vom Hof und aus der nahen Umgebung Leckerbissen vorbereitet, die uns zum Verweilen und Diskutieren einladen. Gemeinsam stoßen wir auf die Zukunft des außerschulischen Juwels Schub. Das wurde uns heute vor Augen geführt an. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen restlichen Nachmittag. Genießen Sie noch einen Moment hier mit Diskussionen um diese gute Sache Schub, die wir heute hier in Szene gesetzt haben. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und wenn es dann sein muss, kommen Sie wieder gut nach Hause. Danke.